Los geht's mit Georg Streitberger. Das ist einer von 10 Österreichern, die heute am Start sind. Eine tolle Vorstellung gestern. Und jetzt, Armin, schauen wir uns diese Strecke genau an. Er beschleunigt von 0 auf 60 km/h in 2,93 Sekunden. Und nach 8 Sekunden, dieser Sprung. Geht sehr weit hinunter. Mindestens die Hälfte der Mausevolle wird da in der Luft zurückgelegt und mit vollem Karacho her zum Uhakale. Die Nummer 1 heute ist bestimmt kein Nachteil für Georg. Hat gute Sichtverhältnisse dann später herunten in der Hausberg-Traversen. Kommt da so halbwegs heraus. Da fällt natürlich ein bisschen der Vergleich noch. Erste aussagekräftige Zwischenzeit ist da bei der Steilung Ausfahrt gewesen. Jetzt kann man ein bisschen durchschnaufen. Wichtig ist, wie der Hans zuerst gesagt hat, gut locker am Ski stehen, schön gleiten lassen und dann vorne jetzt da aufpassen. Der Sprung geht weit, den darf man nicht unterschätzen. Schön vorne bleiben, jawohl, elegant gemacht. Und mit dem Selbstvertrauen, das er gestern getankt hat, muss er jetzt einfach auf dieser Welle weiterschwimmen probieren und da gleich eine gute Zeit hinknallen. Und der nächste weite Satz hinunter bei einer Minute Fahrzeit. Die Topläufer dann mit den Nummern 16 bis 22 haben ein Startintervall von 2 Minuten 30. Wir sehen sie alle auf der gesamten Strecke. Da sehen wir, wie weit er zum Zaun hinausgefahren ist, um auszuholen. Er hat fast beim Kameramann einkackelt oben. Muss das allerdings machen, um da viel Geschwindigkeit aus mitzunehmen in dem Bereich, wo es für einen Moment ganz, ganz leicht bergauf geht. So, und jetzt nochmal alle Kraft zusammennehmen, alle Konzentration. Von jetzt weg geht's nur einmal los. Jetzt fängt das Rennen noch ein zweites Mal an. Hausbergkante. Sofort Richtung machen. Ja. Eng bleiben, aber trotzdem geschmeidig. Oh, jawohl, mitgehen in Gelände. Und jetzt bleib hoch oben. Bleib hoch, rein wie Stecken Schursch. Hat gut ausgesehen. So ist gut. Jetzt ein tief, tief, tief. Und die Geschwindigkeit. 33, Achtung. 134,6 km/h. Der letzte Sprung. Und die erste Zeit, die wir notieren. 1,55,63. Die Laufzeit im Vorjahr von Didier De Fago, 1,56,09. Der Sieger aus der Schweiz im Vorjahr, also ein wenig langsamer. Ja, der weite Satz hinunter, unglaublich weit. Ja, das, ich glaube, mehr als die Hälfte sind da in der Luft. Circa 60% des Aufsprunghanges in der Luft zurückgelegt. Ja, jetzt werden wir schauen, was die Zeit